Ein herzliches Willkommen an alle, die auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Episode meines Minecraft Let's Plays. Ja, wir sind hier beim Bauen stehen geblieben. Ich habe momentan das Spiel auf Peaceful, was sollte gleich auch nicht allzu schlimm sein, wenn wir sowieso nur dabei sind, etwas zu bauen. Denn da wirklich mit Monstern sich herumkämpfen, sich Monster zu beschäftigen, ist glaube ich nicht die beste Angelegenheit. Deshalb, ja, habe ich das einfach mal ausgeschaltet, sollte aber auch nicht so schlimm sein. So, was ich entschieden habe, ist, dass ich hier das Ganze hier liebend gern 2 hoch machen würde. Also das Fenster hier liebend gern 2 hoch. Müsste dann, glaube ich, ein bisschen besser aussehen. So ungefähr, ja, müsste ich hier an den Seiten. Ach ja, und ich wollte hier drinnen noch das Ganze hier so mit dem Holz zumachen. Damit es ja ein bisschen besser aussieht. Dann haben wir draußen sozusagen immer abwechselnd so ein bisschen Wolle, ein bisschen Holz. Und hier drinnen haben wir dann nur Holz. Okay. Ich muss erstmal wieder rausgehen und gucken, wie das aussieht. Ja, das hat was. Ich glaube, ich mache hier die Wollschicht da oben weg. Das Licht weg. Ah, den Sand brauche ich nicht. So. Ja, das hat was. Durchaus. Momentan spiele ich ja auch mit dem Redcraft Texture Pack. Für alle, die sich das fragen sollten. Gibt es wahrscheinlich wieder einige. Und ja, das kann man einfach googeln, das ist ziemlich bekannt, das Texture Pack hier. Deshalb ist es auch ziemlich einfach zu finden. Ich spiele ja auch gerade die Smooth-Version. Also naja, alles im grünen Bereich, würde ich mal sagen. Glas haben wir noch ein bisschen. Ich glaube, ich mache das hier am Rand auch mit Glasblöcken anstatt mit Glasscheiben. Weil das hier dann, glaube ich, ein bisschen besser aussehen sollte. So ungefähr. Dann, ja, haben wir hier so eine kleine Aussicht auf unsere Farm, die ich mal ernten müsste. Irgendwann mal. Ich müsste dafür erstmal mehr Kisten aufstellen. Und dafür müsste ich auch erstmal entscheiden, wo so ein Kistenraum eigentlich hinkommt. Also den Gang hier möchte ich gerne 3 breit haben. So, eine Schaufel haben wir noch, okay. Ich würde hier gerne so 3 breit haben. Ja, weil das, glaube ich, ein bisschen besser sein sollte. Also bis hier hin sollte, ja, es geht. Das geht noch. Normales Holz haben wir noch, okay. Und meine Wasserflasche ist aufgeploppt. Na super. So, na, machen wir 6 draus. Und jetzt das Ganze hier so gleichmäßig verteilen. Und da haben wir es. So, und dann jetzt hier die Slabs noch einfach vernünftig reinsetzen. Ich shifte dabei auch noch, damit ich hier nicht zu schnell rückwärts laufe. Sonst könnte ich hier ja einfach ein ziemlich großes Problem kriegen. So, wir machen das Ganze hier dann 3 breit. Und dann könnten wir hier direkt in der Mitte so einen Lagerraum aufstellen, würde ich mal sagen. Ja, das sollte nicht allzu schlecht sein. Können wir hier den Weg einfach so weiterführen, so ein bisschen. So, und dann kommt hier so ein Lagerraum. Wie groß soll er denn sein? Ja, vielleicht so 6 breit auf jeden Fall, so dass man so 4 Blöcke in der Mitte hat, die frei begehbar sind. Und dann, ja, wie lang soll er denn sein? Also ein Block auf jeden Fall. Ups, falscher Knopf. Ein Block auf jeden Fall frei. Dann Kiste, Kiste, frei, Kiste, Kiste, frei. Okay, das sind 4 plus, das sind 7. Okay, 6 mal 7. Hört sich interessant an. Also machen wir es auch mal. Erstmal gehe ich mir noch ein bisschen Wolle holen. So. Ach ja, und das Gute an Peaceful ist ja auch noch, wenn man das so macht, dann kann man auch in der Nacht bauen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen produktiver. Also ich weiß ja, einige werden sich wahrscheinlich hier rüber dann
finden es wahrscheinlich nicht allzu amüsant, dass ich hier dann auf Peaceful spiele, aber fürs Bauen ist es eigentlich ein bisschen besser, meiner Meinung nach. So, ein bisschen Wolle geholt. Es kann jetzt weitergehen. Baue ich hier nochmal irgendwas ab. Müssen die Melonen hier ernten. So eine pistenbetriebene Melonenfarm sollte ich mal bauen, oder? Keine Ahnung. Würde, glaube ich, mein Leben ein bisschen erleichtern. Naja, egal. Auf jeden Fall werden die Melonen hier erstmal geerntet. Das ist die Hauptsache. Okay, ich habe jetzt zu viele Melonen dabei. Ja, es ist jetzt gar keine mehr. So, dann laufen wir wieder zurück. Der Weg ist eigentlich relativ lang zu allem anderen. Also wir müssen den irgendwie ein bisschen verkürzen. Ja, Entschuldigung dafür. Ist halt so, dass meine Stimme momentan nicht, eigentlich quasi gar nicht mehr vorhanden ist. Also, naja. Muss man hier auch mal ein paar Räusperer so in Kauf nehmen. So, und das ist ja jetzt so der Bogen für meinen Raum. Für meinen Raum, ja. So, die Wände bestehen hier aus dem, wie hieß nochmal, Tannenholz. Oder Spruce Wood. Ja, einfach gesagt. So, und dann sind das hier ja schon mal vier. Also das sind die vier freien Blöcke, die hier durch den ganzen Raum gehen werden. Da kommt hier die Reihe hin mit den Kisten. Okay, den Raum möchte ich gerne in weißer Wolle gestalten. Das bedeutet, also das sind vier. Eins, eins, okay. So, das wird der Raum. Ach ja, ich muss die ganzen Kisten hier nach oben siedeln. Haha. Okay. Dann sollten wir, glaube ich, erstmal ein paar Kisten herstellen. Braucht ihr immer vier Holz. Okay. Wir können das Ganze hier so einfach so nehmen. Ja, da kommt hier der freie Platz hin. Da kann man hier zwei Kisten hinstellen. Jetzt muss ich das Ganze umsiedeln, ja. Wird wahrscheinlich nicht das Einfachste werden. Ich glaube, das hier wird so die Kiste mit Erde, Sand und allem Möglichen. Es wird Nacht und jetzt können wir seit langem mal wieder sagen, ach, ich muss ja gar nicht mehr schlafen hier. So, können wir hier einfach alles Dirt hier irgendwie rüberlegen. Warum ich das hier onscreen mache, ich weiß es nicht. Aber naja, so schnell geht das, wenn man einfach zwei Kisten nebeneinander stehen hat. Perfekt. Haben wir noch irgendwie Gravel? Ja, was haben wir auch noch? Wo haben wir es? Da. Okay. Dann können wir die Kiste hier quasi eigentlich schon abhaken. Wow. Okay, nicht alles. Und hier kommt jetzt auch noch was raus. Ja, perfekt. Dann kommt hier in diese Kiste hier sowas wie Stein oder so rein. Hier alles steinartige. Ist gar nicht so viel. Also, naja. Gucken wir mal nochmal, was wir so haben. Also auf jeden Fall mehr Kisten. Das steht fest. Das kann auch so nicht mehr geändert werden. Jetzt haben wir nochmal mehr Kisten herstellen. So, dann haben wir hier unsere zwei Kisten. Der Raum ist 6 breit, also hier ist die Mitte, dann kommt hier, ne? Ist er so schon 6 breit? Ja, ist er. Moment mal. Okay, ja. Okay. So, jetzt, einfach um mich nicht zu verwirren, sortiere ich das Ganze hier nochmal irgendwie. Hier kommt dann Holz rein. Oder alles, was zu Bäumen gehört. Also so. Ungefähr, keine Ahnung. Jetzt brauche ich noch mehr Holz. Nochmal 16 Holz. Muss ich rauslegen. So. Dann gestalten wir unser Haus schon mal ein bisschen, ohne dass es überhaupt steht. Ja. Wir bauen es, während wir es noch aufbauen. Super. Und hier kommt dann, glaube ich, alles mögliche rein. Ich glaube, Kohle kann ich auch noch hier zu legen, ne? Ja, so Rohstoffe. Hier kommt so Rohstoffe hin. Ja, perfekt. Oder ich mache einfach eine Kiste darüber. Keine Ahnung.
So, hier kommt auf jeden Fall sowas wie Wolle rein, sowas wie Glas, ja. Irgendwas, was mit dem man bauen kann. Stone Slabs kommen hier noch dazu. Ja, da brauche ich noch eine Kiste hier hinten, so für Verschiedenes. Noch. Na, doch, nochmal 16. Leg ich mal alles mit. So. Und da haben wir eigentlich schon all unsere Kisten. Hier gehören dann sowas wie Rotten Flash, Jack-O-Lanterns, Eimer, Essen, das behalte ich glaube ich noch. Pfeile, Fackeln behalte ich auch noch. Da vorne hin. Okay. So, das war's. Jetzt geht's glaube ich ans Bauen. So, habe ich die Kisten gelernt? Ja, so ungefähr. Ist so ungefähr, wo irgendwas liegt. Oh. Oh. Verdammt. So. Jetzt ist es beseitigt. Es ist Nacht. Ich brauche gerade keine Angst zu haben. Also, eine gute Sache. Denn wir können jetzt auch in der Nacht bauen. Und müssen nicht. Okay, schlafen gehen müssten wir nicht. Nur ich mache es halt gerne. Ach ja, und ich habe auch letztens mal eine ziemlich gute. Also eine ziemlich gute Technik gesehen, wie man sich eine gute Kaktusfarm anlegen kann. Die habe ich. Die könnte ich nachbauen. Ich habe nicht alles, was ich dafür brauchen würde. Aber wir werden noch sehen, was ich dann machen werde. Kaktusfarm, denn. Na, es lässt sich schwer einlagern. Es lässt sich einlagern. Das lässt sich alles in Minecraft momentan. Und ja. Ja, nun wirklich, das Ganze, um das Ganze halt einzulagern, brauche ich sehr, sehr viel Eisen. Das habe ich noch nicht. Also das Ganze viel Eisen, ne? Das habe ich noch nicht. Ein Problem mehr. Und wir haben einfach nicht genug Wolle hierfür. So, hier war Stein. So, kann ich hier schon mal einen Cobblestone hinstellen. Und einen Stone. Okay. Hier war Erde und Sand. Und halt auch noch Gravel, das zählt dazu auch noch. Hier kann ich, glaube ich, Wolle hinzun. So. Und dann noch die schwarze Wolle. Schwarz, rot. Fehlt was. Naja. Aber zum Glück spielen wir hier gerade keinen Fußball. Sonst müsste ich da wirklich was einführen. So, was machen wir auch noch? Wood. So. Und. Ja, ich habe kein Platz. Zwei Slabs. Ups, ich stand gerade in der Kiste drin. Oh, wow. So, habe ich jetzt alles so ziemlich. Ja. Eigentlich habe ich hier gerade alles, so ein bisschen beschriftet, sag ich mal. Obwohl, die Kohle können wir auch hier hinten hereintun. Und ja, mir fehlt ein Crafting Table da drin. Den mache ich mir nochmal. Den stelle ich. Wo stelle ich den hin? Ich glaube, ich stelle den hier in den Boden. So. Müssen wir uns zwar immer hinlegen, wenn wir irgendwas craften wollen, aber egal. So, mache ich nochmal einen Block of Coal. Und da haben wir jetzt unsere Kohle drin. Okay, das passt auf jeden Fall. Das passt, das passt, das passt. So, dann brenne ich hier nochmal ein Hühnchen. So, mir gehen gerade irgendwie die Ideen aus. Durchaus, ja. Keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Was ich gerade machen soll. Dann irgendwie hier so. Ob wir den Raum hier nutzen sollten? Ich weiß halt auch nicht, was wir da wirklich machen sollen. Ja, ich hätte den Lagerraum auch einfach ein weiter nach vorne packen können. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ich packe den ganz ans Ende. Wirklich hier. Ganz hinten hin. Da kann ich die Wände hier eigentlich auch abreißen. Brauche ich dann auch nicht mehr.
So. Okay, eigentlich noch nicht so, denn die Blöcke sind noch nicht weg. Gleich so. Wir haben es gleich. Fast. Warte noch. Immer noch nicht. Und gleich. So. Jetzt sind die Blöcke weg. Dann kann ich hier die Waldblöcke wieder wegnehmen. Okay. Dann können wir hier nochmal eine weitere Kiste jeweils hin tun. Und wow, wir haben hier mal ziemlich viel zum Lagern. Und wir brauchen eine neue Schere. Ah, keine guten Nachrichten eigentlich, oder? Neue Schere. Das ist, was ist gefährlich. So. Eine neue Schere. Eine neue Schere. Tschalalalalala. Denn jetzt ist die kaputt. Und wir müssen uns neues Eisen holen. Der Part neigt sich dem Ende. Genauso wie die Nacht. Aber wir haben noch Zeit. Das ist das Gute. Und das ganze Eisen, was ich mir mal auf dieser einen großen Tour mal mitgenommen habe, ja, das ist fast weg. Fast komplett. Das ganze Eisen, was wir unten in der Höhle hatten, ist jetzt fast ganz aufgebraucht. Lag eigentlich größtenteils am Anvil, denn der schluckt Eisen, sonst was. Aber wir haben mehr Kohle, mehr Diamanten, mehr Redstone und mehr Lapis durch eben diesen Eisenverbrauch. Tja, brauchen wir nur noch irgendeine Art von Eisenfarm und wirklich Bock Villager anzulocken, habe ich auch nicht. Also das ist nämlich ein gutes Rezept, um eine Eisenfarm zu machen. Aber es dauert. Das dauert und darauf habe ich halt wirklich keine Lust. Momentan. Noch. Wer weiß. Wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Oder in ein paar Monaten. Keine Ahnung. So. Zurück am Haus. Beschäftigen wir uns weiter hier mit dem Lagerraum. Der fast fertig ist, ja. Na, die Wolle hier kann ich mal rausnehmen. Da kann man hier mal, ja, diesen Türbogen hier hinmachen, den ich ja hinmachen wollte, ursprünglich. So. Haben wir noch so einen Türbogen. So, dann ist zumindest die Vorderseite des Lagerraums fertig. Sieht nur ziemlich leer hier drin aus. So. Und ja, den Lagerraum haben wir jetzt schon mal so ein bisschen eingerichtet. Ich glaube, den Boden kann ich nochmal machen, bevor ich den Part beende. Ja, sollte kein Problem sein. Mal hier schnell den Boden sich vorzunehmen. So, das haben wir gleich. Auch erst gleich. Ich glaube, hier war noch der See, oder? Sonst würde hier nicht so viel Stein sein, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Nicht mal allzu sicher. Es gab schon mal Zeiten, da war ich deutlich sicherer. So. Hier nochmal alles mit Slabs irgendwie vollklatschen. Okay. Slabs haben wir gerade nicht mehr vorhanden. Trotzdem nehme ich den Boden hier nochmal raus. Denn das haben wir gleich auch. Und ja, wir haben Eisen gefunden. Eisen. Super. Große, große Klasse. Das nehme ich jetzt nochmal auch mit. Drei Eisen. Vier. Vier Eisen. Wow. Wow. Ein unglaublicher Bestand. So. Ein bisschen die Stimme hier irgendwie versuchen locker zu machen. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber naja, man sollte nicht aufgeben oder so. Was auch immer das jetzt hiermit zu tun hat. So, noch 24 Slabs mir geholt. Ja. Hier blibla blibidi blub.
Wir haben es auf jeden Fall fast, denn der Raum sieht schon mal ein bisschen gefüllter aus. Okay, wir brauchen jetzt noch 8 Slabs, das mache ich aber später. Denn das war es jetzt mit diesem Part des Minecraft Let's Plays. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut und ciao.